Na, wollen wir mal sehen, Schinken? Ich steig mal ab und... Komm schon. Wie viel ist es? Geh mal beiseite, du... Schinken, ich weiß, du willst es mir nicht zeigen, aber du musst... Ich muss wissen, wie dick du bist. Jetzt geh mal ein Stück zur Seite. Mein Gott. 54 Kilo? Schinken, für dein Alter bist du aber eine ganz schön dicke Sau. Ich hab dir hier ein Sportgerät besorgt. Und zwar ein Laufband. Du musst auch draufbleiben. Schinken, da drauf. Und da musst du... Ja, genau. Da musst du da so drüber laufen. Schinken isst nämlich wirklich wahnsinnig viele Karotten. Ladies and Gentlemen, erstmal ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zurück zu Minecraft Galactus. Wir haben hier nämlich den Karottenstand gemacht und seitdem hat Schinken 5 Kilo zugenommen. Und das bei so einem kleinen süßen Schweinchen. Oh, das sieht man schon, Schinken, das sieht man schon. Aber ist nicht schlimm, wie du das gerne möchtest. So, ich habe dir auf jeden Fall ein Laufband hier einmal produziert. Das hatten wir ja von Anfang an vor. Und ich dachte mir, ich mache vielleicht aus meinem kleinen Bungalow hier vorne einen Fitnessraum für mich und mein Schwein. Wäre das nicht super? Und Leute, ich habe richtig komische Sachen bekommen seit dem letzten Mal, als ich hier auf Galactus war. Und zwar... Kommen wir rüber? Ja, genau. Okay, und zwar haben wir hier irgendwelche Mystery-Boxen einfach so aus dem Nichts bekommen. Auf einmal fielen die vom Himmel. Richtig merkwürdig. Und ich hatte diese Mystery-Boxen. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber ich dachte mir, ich mache die einfach mal auf hier. Open Case? Oh, warte mal. $10! Ich habe $10 bekommen. Yeah! Das hat sich doch hier mal gelohnt. Als ob, was sind das für Mystery Boxen? Sind ja richtig cool. Nein. Ja. Ja. Eine Rakete. Okay, eine Rakete ist auf jeden Fall besser als die Weizenkörner, die ich da gerade gesehen hatte. Und was haben wir jetzt? Bitte keine Weizenkörner. Ich möchte keine Weizenkörner. Und noch eine Rakete. Ja, nice. Er läuft bei uns. Wir haben hier schon Raketen bekommen, einige. Oh, das ist mein Käseblock. Ich darf den nicht aus Versehen anknabbern. Das ist nämlich mein heiliger Käseblock. Okay, warte. Haben wir noch mehr? Wir haben noch mehr. Wir haben richtig viele Mystery-Boxen. Wie viele sind das insgesamt? 9 Stück waren es, glaube ich. Ich würde die gerne einfach alle mal aufmachen. Komm schon. Nein, Weizenkörner. Die wollte ich doch nicht haben. Wer will denn Weizenkörner? Okay, come on. Es muss was werden. Dieses Mal muss was werden. Und? Nein, wieso denn schon wieder Weizenkörner? Wie viel Pech kann man denn haben? Zweimal hintereinander. Und? Barriereblöcke? Ich habe 44 Barriereblöcke bekommen. Nein! Wie cool ist das denn? Damit kann ich die anderen voll gut pranken oder so. Haben wir nicht noch eine übrig? Hier ist noch eine. Genau, hier die Weizenkörner. Die mache ich jetzt mal in die Kiste. Ist ja egal. Wir haben noch 3 Mystery Boxen, die wir noch öffnen können. Womöglich kriegen wir noch was anderes Cooles. Eine Silver Mystery Box. Ich weiß nicht, was da drin ist. Hä? Eine Axt. Eine freundliche Axt. Schiff für mehr. Okay, wir haben eine Axt bekommen. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Wie so eine Diamant-Axt sieht die ein bisschen aus. Eine weitere Mystery Box. Öffnet sich nicht von allein. Oh, da war was Pinkes. Pink ist, glaube ich, gut. Oh, die Weizenkörner. Und die letzte Mystery Box, die uns vom Himmel gefallen ist. Und es sind wieder Weizenkörner. Nice, okay. Aber immerhin haben wir eine coole Axt bekommen und ein paar Raketen. Und natürlich $10, Leute. Das ist natürlich der Hammer. Hier, zack, ins Portemonnaie. Ihr habt nichts gesehen. Ja, ich habe nämlich nur $950. Aber bald müsste eine Auszahlung kommen. Ich muss nachher mal in den Briefkasten gucken oder vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir Zeit haben. Ich wollte nämlich heute eigentlich die Kartoffelhochzeit vorbereiten, weil wir die nämlich feiern wollen. Die gute alte Kartoffelhochzeit, auf die wir alle schon ganz sehnsüchtig warten. Da ist Kasper. Warte, will der zu mir oder will der nur nach oben? Ich glaube, der will zu mir. Easy. Ich habe die Adresse des Doktors rausgekriegt, der früher in der geheimen Einrichtung gearbeitet hat. Aha. Oh, das heißt, wir sollten sofort aufbrechen und uns dort umsehen. Er könnte uns sagen, wo wir nach Informationen suchen müssen. Beeil dich, bevor das unsichtbare Wesen ihn findet. Er ist unsere einzige Spur. Okay. Wir können los. Habe ich überhaupt alles? Nimm die Rüstung mit. Ich warte oben auf dich. Warte, okay. Rüstung. Habe ich Rüstung? Ich habe gestohlene Schuhe. Ja, ich habe meine Diebesrüstung. Ich habe meine Diebesmaske. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Wurfsterne! Yeah! Angriff! Jetzt bleiben wieder alle hängen. Nein, ich komme mit, Kasper. Ich bin da. Warte, wo ist er?
Ist er da irgendwo? Da ist er beim... Ich hab ihn gesehen im Augenwinkel. Da vorne ist er bei Nyxi im Baum. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zu so einer geheimen Base, von dem hatte uns doch der Professor erzählt. Da bist du ja endlich. Alter, das hat 30 Sekunden gedauert. Komm, wir müssen los. Sein Haus liegt Richtung Nordosten. Ja, dann los. Selber lahme Ente. Junge, wir sind aber schon eine ganze Menge hier gelaufen. Wie weit ist es denn noch? Da ist ein Haus. Oh, das ist dieses Schwein. Das ist schmutzig. Na, willst du mit Schinken spielen? Willst du mitkommen? Ich kann dich mit nach Hause nehmen. Warte mal, wo ist Kasper hin? Ach, da vorne. Oh mein Gott, okay. Ist es das? Das sieht nicht aus wie das Haus eines Wissenschaftlers. Lass mich mal nachsehen. Okay. Nee, es sieht wirklich nicht aus wie das Haus eines Wissenschaftlers. Warum ist die Tür offen? Warum? Warte mal. Hä, was ist denn hier los? Kasper? Nein, was ist hier passiert? Oh Gott, geht's Ihnen... Hallo? Leute? Ich glaube, der lebt nicht mehr, oder? Oh mein Gott. Warte mal, was machen wir denn jetzt? Das war das Wesen. Schließ die Tür, Easy, falls es reinkommt. Dann können wir es hören. Stimmt. Warte, meinst du, das war dieses unsichtbare Wesen? Das kann uns doch auch durch die Fenster beobachten. Oh mein Gott, das könnte hier im Raum mit uns sein. Es könnte diese Kuh da drüben sein. Ja, ich sehe dich. Jetzt dreht sie sich. Okay, jetzt ganz ruhig. Warte, er hat hier ein Buch, oder? Kann ich mal... Okay. Als wenn er was hier irgendwie geschrieben hätte. Können wir das lesen? Keller? Er hat Keller geschrieben, glaube ich. Aber voll merkwürdig. Keller? Ist hier ein Keller? Warte mal. Ist hier irgendwo eine Treppe oder sowas? Oder ein Elevator? Warte mal. Hier ist was! Hier vorne! Kasper? Ja! Okay, nice! Oh mein Gott! Was? Junge, er hat hier so ein richtiges Labor im Keller. Und du hast gesagt, das sieht nicht aus wie das Haus von einem Wissenschaftler. Ja, sah es auch nicht, aber von drinnen schon. Ich sehe mir mal den Computer da genauer an. Vielleicht finde ich ja etwas. Okay. Boah, Junge. Was ist das hier alles? Ach, krass. Keine Verbindung. Okay. Er hat hier richtig viele Tränke. Oh mein Gott, was ist das für eine Masse? Ey, das sieht ja voll merkwürdig aus. Ein bisschen gruselig. Was ist das hier? Okay, Zellteilung, glaube ich. Ich weiß nicht so genau. Keine Ahnung, ich bin kein Wissenschaftler. Warte, da ist ein Buch. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes. Okay. Willkommen in meinem Labor, Fremder. Wenn du diesen Ort gefunden hast, bist du entweder mein Mörder oder derjenige, der ihn zur Strecke bringt. Während meiner Arbeit für die geheime Untergrundbase des Weltstaates habe ich mir Feinde gemacht. Du bist sicher am Standort der Base mit all dem Wissen über das Universum, das es uns je gelungen ist zu sammeln, interessiert. Ich muss dich enttäuschen. Nur wer würdig ist, kann auf die Koordinaten zugreifen. Gezeichnet der Doktor. Nur wer würdig ist? Aber wer ist denn würdig? Und wo sind die Koordinaten? Kasper, findest du vielleicht was irgendwie? Ja? Okay. Hier sind sie. Das müssen sie sein. Warte, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Hä, was ist los? Die Koordinaten sind nicht ganz richtig. Wie kann die Base denn unter dem Bedrock liegen? Das ist unmöglich. Das ist halt echt unmöglich. Wie? Hast du das gehört? Warte. Oh mein Gott. Das kann nur das Monster gewesen sein. Warte. Komm schnell. Wir müssen weg hier. Da ist gerade jemand den Fahrstuhl runtergekommen, aber war niemand zu sehen. Hier sind wir jetzt erstmal sicher, denke ich mal. Wir sind jetzt zu Hause. Aber weiß das Monster nicht auch, dass wir hier wohnen? Ich weiß es nicht. Und die Infektion scheint sich immer weiter auszubreiten, dass es mitgebracht hat. Kasper, was machen wir denn jetzt? Ich werde mir die Koordinaten noch etwas genauer ansehen. Fakt ist, das Wesen will sie finden. Ja, aber warum? Ich verstehe das nicht. Es hat vor, alle Informationen, die zu seiner Vernichtung führen können, zu zerstören. Deshalb willst du die Koordinaten wissen. Ich werde mich an einen geheimen Ort verstecken. Ich lasse dir eine Nachricht zukommen, sobald ich die Base finde. Okay. Wir gehen da zusammen rein. Pass auf dich auf, Easy. Ja, viel Glück. Und pass ebenfalls auf dich auf. Okay, alles klar. Leute, dann wissen wir jetzt, dass das unsichtbare Monster
von uns weiß und hoffentlich findet es nicht unser Versteck im See. Ah, ich werde mal sehen, dass wir das irgendwie verhindern. Und übrigens musste ich hier den ganzen Mist von Tops abbauen. Das hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber eventuell werden wir uns dann in der nächsten Folge rächen. Das ist zumindest der Plan. Leute, lasst ein Like auf dieser Folge da. Wir sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!